Hallo liebe Freunde, Jan von Trailtech Mountainbiking wieder hier aus St. Andreasberg, aus der Gaststätte Roter Bär. Absolute Empfehlung, wenn ihr mal in der Gegend seid, schaut hier vorbei, esst ein leckeres Essen und habt einfach eine gute Zeit. Was habe ich mitgebracht? Ich habe mitgebracht das Argon GX, das neue von Nikolai. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja Mountainbiker. Ich habe einen Mountainbike-Background und konnte nie was mit Rennrädern, Crossbikes, Unterlenker anfangen. Habe mich da nie so richtig wohl gefühlt. Starke Sattelüberhöhung, sehr frontlastig. Und auch wenn es ins Gelände ging, dachte ich mir, habe ich mit meinem Cross-Country-Marathon-Fully oder auch Hardtail mehr Spaß als mit so einem Gravelrad. Wie auch immer, ist ja sehr individuell und persönliche Philosophie und Einstellung. Ich habe das GX, auch genau tatsächlich dieses Rad, letztes Jahr bei Nikolai auf einem der Testrides oder sogar der Hausmesse gesehen und mir hat die Farbe halt echt gut gefallen. Grün Metallic, total genial. Also wieder optisch hat es mich irgendwie gepackt. Habe mir das Rad dann genauer angeschaut, bin auch ein paar Runden gerollt und habe festgestellt, dass mir das tatsächlich sehr, sehr gut passt. Ich hatte zu der Zeit noch ein Salsa, ein Cutthroat. Das ist jetzt kein reines Gravel- oder Crossrad. Kann man sich ja auch so in die Kategorie reinpacken, aber geht mehr Richtung Endurance. Sehr hohe Front, sehr aufrechte Sitzposition und hatte damit schon Spaß. Cooles Rad, definitiv super leicht, ging nach vorne, aber der Funke ist nicht so richtig übergesprungen. Deswegen habe ich die Möglichkeit genutzt, habe mit der Nikolai Dudes gesprochen, habe das Rad für ein paar Tage mit nach Hause genommen und habe ein paar Runden gedreht, um mir einfach mal so einen Eindruck zu machen, was ist das Besondere am GX, auch vielleicht im Vergleich zu meinen bisherigen Rädern, die ich so hatte. Und muss sagen, mich hat es jetzt schon so ein bisschen gepackt. Das Argon GX ist ja der Nachfolger vom Nikolai CX, dem Crossrad, was tatsächlich eher so in die Rennrad-Ecke passte, Crossrad-Ecke, also schon ziemlich sportlich ausgerichtet war. Musste man mögen, hat auf jeden Fall seine Fans gefunden und seine Freunde. Das GX ist tatsächlich dann so das erste richtige Gravelrad im eigentlichen Sinne. Das heißt, die Position ist nicht so frontlastig, ich sitze tatsächlich ein bisschen entspannter drauf und da fühle mich einfach wohler, wenn es tatsächlich dann mal ins Gelände geht. Und das ist ja genau das Ding, was oft auch zitiert wird, der Spagat zwischen Straße und Gelände. Ich will ein Rad haben, was auf der Straße gut vorangeht, mit dem ich richtig pacen kann, mit das richtig Speed macht, Spaß macht, deswegen will ich so eine Maschine auch haben. Aber ich habe auch den Vorteil, ich kann mal ins Gelände, ihr kennt das. Ein richtiges Geländerad wird es nie werden, da habe ich auch nicht den Anspruch, dass das Rad das können muss, dass ich mich super wohl auf Trails fühle. Wichtig ist, dass, wenn der Abschnitt mal so geschaffen ist oder der Weg schlechter wird, ein Trail dazwischen liegt, dass ich da gut durchkomme und auch tatsächlich noch ein bisschen Spaß dabei habe. Wie gesagt, ich habe das Rad mit nach Hause genommen, habe erstmal so ein paar kurze Runden gedreht, um so einen ersten Eindruck zu bekommen. Sattelhöhe, Lenker so ein bisschen verstellt, ein Spacer weg, ein Spacer mehr, mein Vorbau, Höhe verändert, um mich so ein bisschen reinzugrooven. Die Runden wurden dann länger und ich hatte tatsächlich weniger dieses unangenehme Gefühl, was ich mit meinen alten Unterlenkerrädern hatte, dass ich, er hat es erwähnt, zu frontlastig sitze, so Verspannung hatte hier im Schulterbereich und habe mich tatsächlich erstaunlicherweise, ich war wirklich überrascht, sehr schnell wohlgefühlt. Habe dann so ein paar Sachen verändert, habe den Sattel angepasst, habe mir da entsprechend auch einen anderen Lenker zugelegt und fühle mich jetzt tatsächlich so wohl, auch nach den ersten längeren Ausfahrten. Ich habe eine 100 Kilometer Harztour damit gemacht, viel Straße, viel Feld, aber auch Trails. Bin tatsächlich sehr begeistert gerade. Kurz zu den technischen Features, wie immer, was habe ich verändert? Ich habe mir von E13 XCX-Laufradsatz gegönnt. Absolut genial. Super leichter Laufradsatz mit, glaube ich, 1280 Gramm oder so. Also schon ein Wahnsinn. XCX-Carbon-Kurbel, Thomson-Carbon-Lenker, ein Thomson-Vorbau, Thomson-Sattelstütze, SQ-Dab-Sattel und die WTB-Riddler-Bereifung, mit der ich sehr zufrieden bin. Der verbaute Conti-Reifen, den ich drauf hatte, war zwar griptechnisch genial, definitiv, aber gefühlt steht der WTB dem Conti nichts nach und rollt tatsächlich noch ein bisschen besser. Meine persönliche Meinung und Erfahrung auf den Kilometern, die ich jetzt gefahren bin, also das Setup, wie ich es jetzt so habe, ist eigentlich auch meins, wie ich es fahre. Die große Tasche, die Rahmentasche in der Mitte, mache ich für längere Touren dran. Ansonsten, wenn ich eine Feierabendrunde drehe, ist die Tasche auf jeden Fall weg. Ansonsten habe ich natürlich in den Taschen, die ich jetzt hier dran habe, alles an Ausrüstung, Snacks, eine leichte Windjacke und so weiter, hier vorne drin, eine Pumpe, habe ich natürlich dabei. Plus eine zweite Flasche natürlich, wenn es dann doch mal heißer wird und länger wird. Aber was genau hat mich so am Argon GX, am neuen, fasziniert? Und was hat mich so ein bisschen umgekrempelt, mich als
eingefleischten Mountainbiker ist es tatsächlich, ich will nicht sagen der Spagat zwischen Rennrad oder Straßenrad und Mountainbike. Den Anspruch habe ich nicht, wie gesagt. Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl auf dem Rad. Habe auch bei der langen Tour durch den Harz wirklich am Ende nicht das Gefühl gehabt, irgendwie verkrampft, angespannt auf dem Rad draufgesessen zu haben. Habe mich wohl gefühlt, ich war platt, klar. Aber auch die Abstecher ins Gelände, auf die Trails, haben mich bei dem Rad wirklich überzeugt, kann man sagen. Was das Rad ausmacht, finde ich, hohe Geschwindigkeiten, sehr laufruhig. Das Einlenkverhalten in die Kurven oder überhaupt das Kurvenfahrverhalten von dem Rad ist sehr kontrollierbar. Ich habe nichts mit reinkippen, ich habe nichts mit übersteuern. Man kann auch mal die Hände loslassen. Das Rad fährt wirklich ziemlich ruhig, ist ziemlich spurtreu bei hohen Geschwindigkeiten. Das ist mir das, was mir als erstes positiv aufgefallen ist. Dann, wenn es wirklich mal scheppert, ich bin nicht so viele sehr harte Trails gefahren, aber einige kurze Abschnitte waren dabei, fährt das Rad einfach seinen Weg. Es ist sehr, sehr steif, klar durch den Vierkant-Hinterbau ist da nicht viel mit Flex und Dämpfung. Es ist sehr anstrengend zu fahren, sehr physisch, aber wenn man das so fährt, ist das Rad wirklich ziemlich cool, weil dann geht es halt wirklich auch seinen Weg. Das war so der zweite Punkt, der mich tatsächlich beeindruckt hat. Fahrverhalten, Laufruhe, gerade bei Kurvengeschwindigkeiten und das Fahrverhalten auf den Trails. Also von daher kann man letztendlich fast doch wieder sagen, gut hinbekommen, guter Kompromiss zwischen Straße bzw. Schotter und Abstechern ins Gelände. Das Bike ist Größe XL bei mir, 1,89, eigentlich perfekt. Montiert war ein 90mm Vorbau, ich habe den ausgetauscht gegen einen 80mm Vorbau, ist zwar nur ein Zentimeter, war aber genau der, der mir so ein bisschen noch etwas aufrechtere Sitzposition beschert hat, wo ich mich dann tatsächlich doch wohler gefühlt habe. Das Coole am Argon GX ist tatsächlich, dass man es sehr individuell aufbauen kann. Ich habe eine super hochwertige, solide Basis mit dem Rahmen. Kann eine Carbongabel, eine Stahlgabel fahren, wie ich in dem Fall. Kann aber auch eine Federgabel fahren, das Rad ist dafür ausgelegt. Ich kann eine Remote-Sattelstütze verwenden, wenn ich will, kann den Zug auch intern führen. Ich kann 27,5 Zoll Laufräder fahren, kann sogar Flatbar fahren. Das heißt, man kann das Rad wirklich sehr individuell ausstatten, konfigurieren, auf die eigenen Bedürfnisse anpassen und kann dann im Prinzip ja tatsächlich genau diesen Spagat entsprechend ausdehnen oder halt verkleinern. Kann das eher Richtung Gelände aufbauen oder eher Richtung Straße, Richtung Crossbike. Das war's von mir zum Argon GX 2022-2023. Wir produzieren in den nächsten Tagen sicher noch hochwertige Fotos mit Lux Fotoberg, mit Luca hier im Harz. Bloß aktuell ist das Wetter sehr, sehr heftig und zum Fotomachen nicht unbedingt geeignet. Nichtsdestotrotz, dafür habe ich mir die Kiste angeschafft, zum Gas geben, zum Beschleunigen. Mir geht es darum, mit dem Rad einfach schnell durch die Natur, durch die Landschaft zu heizen, einfach einen schönen, coolen Tag auf dem Fahrrad zu verbringen. Das war's von mir. Habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Wir sehen uns. Ride on.